Bist du auf der Suche nach einem neuen Gaming-Fernseher, der 55 Zoll groß sein soll und weil du eine PlayStation 5 beispielsweise hast, 4K 120 Hertz darstellen kann? Dann bist du hier genau richtig, denn darum geht es in diesem Video und ohne Zeit zu verlieren, legen wir auch direkt los. Und auf dieses Video freue ich mich schon lange, denn es geht um den LG C4. Und dieser Fernseher ist in meinen Augen der beste Fernseher, wenn es um Gaming geht und eine Top-Bildqualität hat. Aber Schritt für Schritt, wir fangen erstmal an mit dem Preis. Und hier seht ihr es ja auch schon, der Fernseher kostet aktuell 1149 Euro, aber das ist nicht der Preis, den ihr explizit zahlen müsst, denn wir gucken mal in den Preisverlauf. Der günstigste Preis, der realistisch ist, ist 1091 Euro, also knapp 1100 Euro. Das ist der Preis, den ich jetzt anpeilen würde, gerade in Anbetracht dessen, dass demnächst Black Friday oder Cyber Monday ist. Ich denke, wenn man geduldig ist, dann wird man diesen Preis wiedersehen. Und für die Leute unter euch, die jetzt gerade denken, haha, ich guck mal, was der 48 Zoller kostet, 1129 Euro. Also, das ist ein 20 Euro Unterschied, da holt euch bitte direkt den 55 Zoller. Das ist in meinen Augen ein schlechtes Angebot. Allgemein glaube ich, dass die 55 Zoll Variante aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, denn schaut euch mal, was der 65 Zoller kostet. Da sind wir schon bei 1650 Euro, also ein ordentlicher Aufpreis dafür, dass ihr 10 Zoll mehr habt. Und versteht mich nicht falsch, der 65 Zoller ist nicht explizit zu teuer. Ich finde eher, dass der 55 Zoller im direkten Vergleich einfach ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. So, genug über den Preis geschwafelt, kommen wir nun zu den wirklich wichtigen Sachen, und zwar, warum ist denn dieser Fernseher in meinen Augen so gut? Und da kommen wir direkt zur Bildqualität. Hier ist ein OLED-Panel verbaut. Was bedeutet das für uns? Wir haben ein perfektes Schwarz, weil die einzelnen Pixel ausgeschaltet werden können. Entsprechend sieht das halt nach einem richtigen Schwarz aus und nicht wie bei den LCD-Fernsehern, die Budget-Fernsehern, nach einem Grauton. Das führt dann dazu, dass die Leute auch sagen, dass wir hier theoretisch einen unendlichen Kontrast haben, weil Schwarz zu irgendeiner Farbe natürlich ein besserer Kontrast ist als Grau zu irgendeiner Farbe. Dazu kommt, dass dieser Fernseher richtig gut darin ist, HDR-Inhalte richtig darzustellen. Und das liegt halt an der hohen Spitzenhelligkeit von 950 Nits, denn erst ab 600 Nits kann man wirklich HDR richtig darstellen. Also die ganzen Budget-Fernseher, die damit werben, dass man HDR, HDR 10, HDR Pro, was auch immer hat. Nein, das haben wir nicht. Mit 280 Nits, was diese Fernseher meistens haben, kann man HDR nicht richtig darstellen. Und dann gibt es noch die Fernseher, die halt sagen, Mensch, ich kann HDR noch besser darstellen, weil ich habe ein Mini-LED-Panel, 1300 Nits und entsprechend kann ich das besser als der LG C4. Das stimmt auch nicht. Es gibt noch etwas, das nennt sich Tone Mapping. Das führt dazu, dass halt HDR-Inhalte mit weniger Nits halt doch besser aussehen bei dem einen oder anderen Fernseher, dass halt diese besonders hellen oder besonders dunklen Bereiche nicht zu einem einheitlichen Brei verschmelzen und dass die halt immer noch einen schönen Kontrast haben. Das liegt am Tone Mapping. Das kann der LG C4 besser als die meisten anderen Fernseher. Dazu kommt dann noch, dass der LG C4 eine besonders gute Farbtreue hat und den Farbraum DCI-P3 nahezu komplett abdeckt. Allgemein kann man sagen, dass gerade in der Bildqualität dieser Fernseher sich ohne Probleme mit den wirklich Spitzenmodellen, wie beispielsweise den LG G4, messen kann und dieser LG G4 einfach nur in ganz bestimmten Nischenbereichen besser ist, wie beispielsweise weniger Spiegelung, höhere Spitzenhelligkeit, aber in der Praxis sieht man diese Unterschiede nur, wenn man die beiden Fernseher nebeneinander aufstellt und dann explizit danach Ausschau hält. Der Laie wird diesen Unterschied nicht bemerken. Aber jetzt, wo wir schon über den LG G4 sprechen, lass uns auch mal ganz kurz gucken, wie viel kostet der eigentlich? Vielleicht lohnt es sich ja doch, den zu holen. Und hier seht ihr es, der kostet einfach mal über 1500 Euro, sprich ein Aufpreis von 350 Euro und ich persönlich finde, lieber einen LG C4 kaufen und die 350 Euro dann in eine gute Soundbar investieren. Jetzt kommen wir mal zum wirklich wichtigen Teil und zwar dem Gaming. Was kann denn dieser Fernseher eigentlich? Dieser Fernseher kann 4K 144 Hertz oder im Falle der PlayStation 5 und der Xbox Series X 4K 120 Hertz über HDMI 2.1 und davon habt ihr gleich 4 Anschlüsse, also ja, 4 mal HDMI 2.1, also wenn ihr eine Gaming-PC habt, dann habt ihr noch eine PlayStation 5, Xbox Series X, könnt ihr alle drei gleichzeitig anschließen und das könnt ihr dann mit 4K 120 Hertz auf diesem Fernseher darstellen. Eine Millisekunde Reaktionszeit. Je nachdem, wenn ihr VRR anhabt, also Nvidia G-Sync und so weiter, habt ihr kein Screen Tearing. Dann geht die Reaktionszeit ein Ticken hoch, aber dann sind wir immer noch bei 8 Millisekunden oder so. Also immer noch super gut. Gerade wenn es um Gaming geht, dieser Fernseher ist super. Ich hatte ja schon ganz kurz über die Anschlüsse gesprochen. Ja, 4x HDMI 2.1, aber dieser Fernseher bietet noch mehr. Beispielsweise der HDMI 2 Anschluss. Das ist ein HDMI mit EAC. Dann habt ihr auch noch Wi-Fi, Bluetooth. Warum Bluetooth? Ja, zum Beispiel kabellos eine Soundbar anschließen, dazu später mehr. Dreimal USB, einmal LAN, Antennenanschluss und so weiter. Eine Sache, die schade ist, aber auch nur ganz, ganz wenig Leute betrifft, es gibt leider keinen Kopfhörerausgang. Und damit geht es direkt weiter zum Design. Natürlich, ein Fernseher in dieser Preisklasse ist hochwertig verarbeitet, das haben wir aber auch nicht anders erwartet. Eine Sache, die man besser machen hätte können, ist die Fernbedienung, die könnte hochwertiger sein, aber egal, das ist jetzt keine große Sache, finde ich. Schmaler Rahmen, ganz normal, das erwartet man auch nicht anders. Der Standfuß, das sollte man wissen, der 42 Zoller hat zwei separate, die seitlich stehen und ab 48 Zoll, das bedeutet dieses Modell hier, weil der 55 Zoll groß ist, hat einen einzelnen, der mittig angebaut wird. Aber jeder, der mich kennt, weiß, ich empfehle ja immer, packt den Fernseher an die Wand, falls ihr auch daran interessiert seid, eine passende Wandhalterung, und zwar diese hier, habe ich bereits rausgesucht und verlinkt.
Kommen wir nun zu den Smart-TV-Features. WebOS 24 ist hier verbaut. Das bedeutet, ihr habt alle gängigen Apps, Streaming-Dienste, Amazon Prime, Netflix, YouTube und so weiter. Also hier fehlt es euch an nichts. Chromecast habt ihr auch. Was ich cool finde, Multiview. Wenn ihr also zwei verschiedene Quellen habt, könnt ihr die zeitgleich anzeigen. Also sagen wir mal YouTube und zeitgleich halt irgendwas zocken. Das ist gar kein Problem. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, was höre ich denn? Ja, natürlich die Tonquelle, die hier halt auswählt. Da könnt ihr hin und her wechseln. Und LG verspricht, dass halt 5 Jahre lang geupdatet wird. Was macht ihr danach? Ganz simpel. Ihr kauft euch einen Amazon Fire TV Stick. Im Angebot natürlich die 4K-Variante, kostet 30, 40 Euro und die wird in Zukunft vermutlich auch nicht viel mehr kosten. Das mache ich seit Jahren und habe dann keinerlei Kopfschmerzen mehr. Wie ist die Tonqualität? Auch das kann ich sehr kurz fassen. Die Tonqualität ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr normales Fernsehen gucken wollt, reicht das vollkommen aus. Wenn ihr aber ein Heimkino-Feeling haben wollt oder wenn ihr sagt, ich höre regelmäßig und gerne Musik und möchte halt entsprechend eine gute Tonqualität haben, dann reicht das in meinen Augen nicht aus. Dann würde ich diese Soundbar empfehlen. Warum gerade explizit diese? Zunächst einmal, die Qualität ist top, aber ihr könnt die auch kabellos mit dem Fernseher verbinden über Bluetooth und das ist in meinen Augen ein Riesen-Benefit, erst recht, wenn ihr den Fernseher an die Wand packt. Also zusammengefasst oder besser meine Meinung, das ist der beste Fernseher, wenn ihr halt explizit eine super Bildqualität haben wollt, wenn ihr Gaming haben wollt, dann holt euch den hier einfach, ihr macht damit nichts falsch. Und wenn ihr euch sagt, ja, aber ich möchte wirklich das Beste vom Besten haben, ja, dann könnt ihr noch den LG G4 in Erwägung ziehen, aber wie gesagt, 350 Euro Aufpreis. Ich persönlich finde, der Point of Diminishing Return, der wurde überschritten. 350 Euro Aufpreis dafür, dass ihr halt wirklich etwas habt, das minimal besser ist und nur im direkten Vergleich wirklich gesehen werden kann. Nee, das würde ich nicht holen. Nehmt das Geld, packt das in die Soundbar, das ist viel besser investiert. Also bist du nun überzeugt? Dann ist hier nochmal der QR-Code. Scan den ein, guck dir den aktuellen Preis an. 1150 Euro, der Preis ist fair. Alles darunter top, alles darüber. Vielleicht sollte man sich dann gedulden. Und an dieser Stelle will ich nochmal Danke sagen, dass du unseren QR-Code verwendest, denn das hilft uns bei der Verwirklichung unseres Traums, denn wir entwickeln ja gerade unser eigenes Spiel und da brauchen wir jede Unterstützung, die wir kriegen können. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle.